Die Zutaten findest du auch unter diesem Video. Kartoffeln waschen und halbieren und für 5 Minuten köcheln lassen. Kartoffeln in einer Schüssel mit Gewürzen mischen. Dann in den Ofen für 25 Minuten bei 220 Grad Umluft. Knoblauch, Petersilie und Chili klein hacken. Jetzt machen wir die leckere Tomatensoße in der Pfanne und die Kräuter-Knoblauch-Mayo in einer Schüssel. Jetzt nur noch garnieren und guten Appetit!